Ich finde, grundsätzlich hat sich wahnsinnig viel verändert, was Corona dann nachher mit eingebracht hat. Das fängt ja auch bei uns zu Hause schon an mit der ganzen Vorbereitung. Es ist ja nicht nur so, dass man das Trainingslager vorbereitet hier in Kitzbühel, sondern dass man schon Freundschaftsspiele im Vorfeld organisiert und plant. Und da gibt es eben einfach immer die Regeln, dass du 2 Tage vor jedem Spiel testen musst. Wenn du 2 Spiele hast, dann hast du alle 4 Tage danach Tests. Und das hat schon einen extremen Einfluss auf den Fußball allgemein genommen, aber natürlich auch auf jedes Freundschaftsspiel, auf jedes Trainingslager. Also von daher ist es schon ein bisschen schwieriger zu organisieren, weil man eben einfach drumherum noch viele Termine hat, die du normalerweise halt nicht hast. Du arbeitest an einem Spiel, sage ich immer, zwischen 4 und 5 Tagen, weil du planst alles. Ja? Du planst den Flug, wann fahren die da hoch, wann sind sie am Flughafen, wann geht es dann nachher weiter, wann werden die mit dem Bus abgeholt, wann gibt es Mittagessen in Marseille, wann fahren wir wieder ins Stadion und wann ist dann nachher das Spiel. Also es ist ja nicht bloß so, dass du dahin fliegst, spielst und dann nachher wieder zurückgehst. Ärgerlich ist es eben einfach dann, wenn es dann so, wie es jetzt da war, im Corona-Fall dazwischen kommt, wo keiner davon befreit ist, muss man wirklich sagen, es kann jeden erwischen. Ja? Und du letztendlich Marseille vor dir liegen hast, alles fertig hast und 4 Tage im Grunde genommen nur über den Tisch schiebst und hinten ist der Mülleimer und es fällt da hinten runter. Das ist dann schlimm und das ist uns dieses Jahr 2-mal passiert, auch gegen Mainz. Und es ist natürlich schon ärgerlich, in der Vorbereitung so 2 Top-Spiele irgendwo auch absagen zu müssen. Die ganze Zuteilung, die Einteilung, ja, wann wer im Corona-Test ist, das machen wir natürlich vom Teammanagement aus. Also wir haben Tests gehabt, dann habe ich die Tests mitgenommen, bin nach München gefahren, habe die Tests in München abgegeben, bin zurückgefahren, bin nach Altwaldsee gefahren, habe da Erik Thome abgeholt, bin dann hierher gefahren, hast du dann nachher 4, 5 Stunden, 6 Stunden, die du investierst, auch die Dinge eben einfach wegfahren, weil hier kannst du keine Auswertung der Tests machen. Ich glaube, dass es schon sehr, sehr wichtig ist, dass man, sag ich mal, die Spieler nicht extrem so eigentlich unter Quarantäne hat, wie man sie in der Phase hatte, als es ganz extrem war mit Corona, sondern dass man eben einfach ihnen auch freien Lauf gibt, auch mal selber was zu planen, auch mal selber was zu organisieren. Ich weiß, dass der Gregor, ich sehe ihn gerade, der hat auch wieder so ein kleines Turnier, wo sie ein bisschen gespielt haben, organisiert. Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht nur auf das Trainingslager dann nur so fixiert, sondern dass man eben einfach drumherum auch das eine oder andere gemeinsam macht. Das bringt eine Mannschaft näher zusammen und das macht das Team nachher letztendlich auch aus.